Bist auch du gerade in der neuen Stranger Things Staffel versunken und fragst dich jetzt, was zum Demogorgon eigentlich D&D ist? In diesem Video erfährst du, was D&D eigentlich ist, wo die Serie das wahre D&D zeigt und was eher verkehrt dargestellt wird. Oder sollte ich eher sagen, upside down? D&D ist ein Rollenspiel. Wenn du diesen Begriff vor allem durch Skyrim, Witcher oder Pokémon kennst, die sind nicht gemeint. Vielmehr gehen all diese Spiele auf D&D zurück und dabei basiert es seit den 70ern auf der leistungsfähigsten Grafikengine, die jemals entwickelt wurde, deiner Vorstellungskraft. Und Büchern. In diesen stehen nicht wenige Regeln, aber diese bilden nur den Rahmen, um eine unvergessliche Geschichte zum Leben zu erwecken. Denn auch wenn Stifte, Zettel, Würfel, Regelhefte und die optionalen Spielfigürchen in keiner Szene der Serie fehlen dürfen, das eigentliche Spiel findet in den Köpfen der Spielenden statt. Hört ihr das? Das Geräusch. Boom. Boom. Aber wie kommt das Spiel jetzt in die Köpfe der Gruppe? Die meisten, die am Tisch sitzen, verkörpern ihren selbst erstellten Charakter. Ich bin der Gefolgsmann, Will ist der Kleriker, Dustin ist der Bade, Lucas ist der Ranger und Elfie die Zauberin. Aber eine Person übernimmt die Spielleitung. Womit auch immer die Gruppe interagieren möchte, die Spielleitung spricht neben Charaktere, übernimmt Monster und beschreibt die Spielwelt und jede darin enthaltene Gefahr. Dabei kann die Leitung ganz wie Mikey, Will oder Eddie eigene Quests erfinden und diese mit einer Fülle an vorgefertigten Zaubern, magischen Gegenständen und Monstern spicken. Oder, und das kommt in der Serie gar nicht vor, sie greift einfach zu einem vorgefertigten Abenteuer und spart sich die 2 Wochen Vorbereitungszeit. Es hat 2 Wochen gedauert, um alles zu planen. Ich wusste nicht, dass es 10 Stunden dauert. Ihr spielt schon seit 10 Stunden? Die Spielleitung muss aber keinesfalls auf einem Thron sitzen und die dominanteste Person am Tisch sein. Eine gute Spielleitung entfacht den kreativen Funken der Gruppe, ärgert sich mit ihnen über verpatzte Aktionen und feiert sie für ihre großen Erfolge. Wenn du wissen möchtest, wie du alles, was du zum Starten deiner eigenen D&D-Runde brauchst, komplett kostenlos und legal einfach herunterladen kannst, hier haben wir dir ein Video verlinkt, wo wir dir erklären, wie das geht. Als letztes befindet sich noch eine weitere, verborgene Macht an jedem Spieltisch. Eine Instanz, ohne die Spannungen und heroische Momente überhaupt nicht denkbar wären. Der Grund, weshalb selbst die Spielleitung niemals genau weiß, was als nächstes passiert. Der Zufall. Und wenn die Serie etwas großartig einfängt, dann ist es das Drama, das Rollenspiele zu bieten haben. Denn immer dann, wenn eine Aktion vom Können eines Charakters oder von äußeren Umständen abhängig ist, dann wird gewürfelt. Aber das sind keine normalen Würfel. Sie haben bis zu 20 Seiten. Und ja, das macht an sich schon Spaß. Und doppelt ja, die Würfel entscheiden super oft über Leben und Tod und sorgen dafür, dass die komplette Gruppe... Ja! Stranger Things stellt also das Spiel in den Grundzügen wirklich gut dar. Aber die Serie spielt in den 80ern und zum Glück hat sich D&D, das Hobby-Rollenspiel an sich und die dazugehörige Community seitdem deutlich verändert. Die Gesellschaft muss einen Schuldigen finden. Wir sind ein leichtes Ziel. Wir sind die Freaks, weil wir gern solche Spiele spielen. Wenn du nach der 4. Staffel dachtest, das ist mir zu nerdy oder das ist mir zu gruselig oder die Leute, die das spielen, die würden mich gar nicht dabei haben wollen, keine Sorge, Rollenspiel ist genau das, was du daraus machst, zusammen mit deiner Gruppe. Und dank des Internets, super erfolgreichen Livestreams und der allgemeinen Übernahme des Mainstreams durch Nerdkultur hat sich das Hobby geöffnet. D&D ist heute deutlich einfacher zu erlernen. In diesem Video hier erkläre ich es dir in unter 15 Minuten. Auf etlichen Discord-Servern finden täglich Schnupperrunden für Neulinge statt und es war noch nie so einfach, genug Leute für eine eigene Kampagne zusammenzutrommeln. In den 80ern war das aber anders und das stellt die Serie ganz gut dar. Nein! 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 Die D&D-Clubs damals zogen vor allem Außenseiter an, die ihr neu gewonnenes Hoheitsgebiet nur würdigen Gleichgesinnten öffneten. Das ist der Hellfire-Club, kein Babysitter-Club. Andererseits wurden genau diese jungen Menschen gesellschaftlich dazu gezwungen,
ihr Hobby zu verheimlichen und ihren Rückzugsort zu schützen. Vor allem nachdem die wirklich so passierte Satanismusdebatte dafür gesorgt hat, dass viele Erwachsene dachten, D&D wäre gefährlich und müsse verboten werden. Studien sehen Zusammenhänge zwischen gewalttätigem Verhalten und dem Spiel. Es fördere Satans Anbetung. Dabei geht es in so gut wie jeder D&D-Kampagne darum, dass eine Gruppe bunt zusammengewürfelter Fremder im Laufe eines fantastischen Abenteuers zu Freunden und dann zu sowas wie einer Familie wird. Ganz ohne Opferrituale. In Stranger Things drehen sich die Szenen am Spieltisch aber immer um das Besiegen böser, fieser Monster. Ich steche ihm in den Rücken mit meinem giftgetränkten Kukri und sehe breitgrinsend zu, wie es abkratzt. Langsam und qualvoll. Dabei war die Botschaft von D&D niemals Yay, Gewalt! Vielmehr ging es schon immer darum, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, auf die Stärken der anderen zu bauen und die absurdesten Probleme mit der mächtigsten Magie aller Zeiten zu bekämpfen. Ein Stamm von Dorfbewohnern wird von einer widerwärtigen, bösen Macht aus den Sümpfen von Kusitan bedroht. Will, es ist noch so früh. In der Serie sehen wir vor allem die finalen Kämpfe einer ewig langen Kampagne. Dabei ist so ein Showdown das Ergebnis dutzender, mehr oder weniger genialer Pläne. Alle natürlich super gut geplant. Falls da draußen irgendwas ist, schieße ich ihm ins Auge. Und schon ist es blind. Dustin, was hast du? Alles da. Aber schlussendlich dann doch durch wildes Improvisieren aus dem Chaos gezogen. Das ist aber das Herzstück von D&D. Kreatives Problemlösen. Manchmal auch kreatives Problem schaffen. Hast du ernsthaft unser ganzes Wasser ausgetrunken? Aber bei Stranger Things geht gerade die Welt unter und deswegen hat die Serie gar nicht die Zeit, diese Momente an den Spieltischen zu zeigen. Aber glaub mir, dass gerade die Besten sind und gerade für die Spielleitung unglaublich erfüllend. Stranger Things zeigt leider nur sehr wenig davon, was D&D alles sein kann. Wir sehen nie, was Will der Weise zwischen den Kämpfen macht. Und wir erleben auch nie, wie die Gruppe mit Nebencharakteren quatscht, ein Haustier adoptiert oder den Müll von 20 Spielsitzungen aus ihrem nimmervollen Beutel sortiert. Ja. Lukas, hackt ihr die 7 Köpfe ab und Dustin packt sie in seinen nimmervollen Beutel. Das, was Rollenspiel so besonders, so magisch macht, ist Freiheit. Du kannst nicht nur das machen, was die Tasten auf dem Controller dir erlauben oder das Menü an Optionen hergibt. Du kannst alles tun oder sagen, was du willst. Hey, Kleiner, gibst du mir was von deinen Süßigkeiten? Nein, mach ich nicht. Gut. Jetzt vielleicht. In keinem anderen Hobby kannst du durch bloßes Reden die Welt verändern. Woher kommst du denn genau? Schlimmer Ort. Schweden. Ich habe viele Verwandte in Schweden. Wie heißt es doch? Kalt. Unter 0 Grad. Was auch immer dir und deiner Gruppe einfällt, ihr könnt es auf jeden Fall versuchen, vielleicht sogar Erfolg damit haben oder zumindest spektakulär dabei scheinen. Was? Ich schleich mich von hinten an, schlag den K.O., nehme mir seine Schlüsselkarte, ganz easy. Hast du das mit der fetten Kanone nicht mitgekriegt? Auf Umwegen schafft es Stranger Things dann doch, das wahre D&D zu zeigen. Nur eben nicht mit den wenigen Spielsituationen, die in der Serie vorkommen. Die Serie an sich handelt von einer Gruppe komplett unterschiedlicher Charaktere, die sich mit einer unbekannten, gefährlichen Welt konfrontiert sehen und sich in dieser bewähren müssen. Sie arbeiten zusammen, sind unendlich kreativ, ziemlich beeindruckend, oder? Wachsen über sich hinaus und haben am Ende der Geschichte bestimmt den ein oder anderen Stufenaufstieg verdient. Danke dir fürs Zuschauen und einen besonderen Dank an alle unsere Vorteilchen, die uns mit einem monatlichen Beitrag auf Steady unterstützen. Und wenn du dir jetzt denkst, ich habe aber noch Fragen zum Thema Rollenspiel, dann abonniere unseren Kanal, denn wir haben hier nicht nur schon ganz viele Videos zu genau diesem Thema, sondern bringen auch in der Zukunft immer wieder neue Videos heraus, die dir bestimmt gefallen werden. Wenn du sehen möchtest, wie D&D ausschaut, wenn man keine Lust auf mittelalterliches Fantasy und Horrorelement hat, dann schau uns hier einfach bei einer Spielrunde zu. Und wenn dir vorher noch daran liegt, die Regeln zu verstehen, hier erklären wir sie dir in garantiert unter 15 Minuten. Ganz viel Spaß und wir sehen uns auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite.